Mit der Nummer 6 unser Kapitän Sven. 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 Weißt du hier, Sven? Und Nummer 19. 19. Albert! Albert! Wie heißt der Albert mit Nachnamen? Oder? Albert. Dankeschön. Super. Gracias. Schön, dass Sie hier sind. Ja, gracias. De nada. Dankeschön. Ja, er kann's, er kann's. Wie viel Deutsch kannst du schon? Da. So, how do you feel right now after the game? Was it a big game? I feel like you, like shaking a little bit. But it was very hard to win. It was hard to come back. I mean, after the big defeats at Kaunas and Oldenburg, I guess. It was very hard game today. Maybe everybody expected we win all the games like easy, but it's not like this. You know, the other team today, they play great, and we don't play that good today. We fight, but we don't have like good sensations, like maybe 10 days ago. We play so many games, and maybe we are not in the full of energy or maybe in the full of confidence. But now this is a win, and we got to think about next game against Munich. Then it's going to be like amazing game for us, and we got to be very, very, very positive to win this game and to take that. I mean, winning in Munich. Okay, also das schon mal, ja, oder? Also er blickt schon mal voraus auf einen hoffentlich dann Erfolg am Sonntag in München. Ich kläre es mal kurz im Zwiegespräch, ob es auch wirklich das Portemonnaie von dem jungen Mann ist hier. Ich mache einfach mal mit Sven weiter. Sven, die erste Halbzeit lief ja nicht ganz so gut. In der zweiten war es ein bisschen besser. Was hat Coach Sascha Obradovic euch erzählt in der Halbzeitpause? Naja, er meinte einfach, dass wir halt positiv bleiben sollen. Die offenen Würfe, die wir hatten in der ersten Halbzeit, sind ja nicht reingefallen. Wir hatten auch zu viele Turnovers. Und daraus haben Tübingen eben ganz viele Transition, also Fastbreak-Punkte gemacht. Und das sollte man eben einstellen. Ja, und in der zweiten Halbzeit lief es ja ein bisschen besser, dann haben wir wieder einen Faden verloren. Es ist schwer im Moment, aber da müssen wir durch. Und klar, man kann es immer als Ausrede sagen, so mit den vielen Spielen. Aber man muss einfach einen Weg finden, um sich jedes Spiel einfach zu 100% zu motivieren und in jedes Spiel zu sehen, dass es das Letzte ist. Und wir versuchen das. Andere Mannschaften sind sehr motiviert. Die sehen natürlich, dass wir nicht so gut spielen im Moment und nutzen das aus. Und aber... Wie gesagt, mit eurer Unterstützung und mit uns müssen wir das alle zusammen schaffen und wir sind einfach eine große Mannschaft und dann werden wir am Ende auch noch ein gutes Resultat haben. Aber wann und wo seid ihr so ein bisschen aus dem Tritt gekommen, was eure Leistung angeht? Gegen Bamberg war es noch relativ gut, auch gegen Gießen, aber wann und wo habt ihr da so ein bisschen den Faden verloren? Es war eigentlich das Spiel in Tübingen, dann so kurz vor der Weihnachtszeit. So, da ist es immer so, auch die letzten Jahre schon ein bisschen schwierig gewesen, sich dann zu motivieren und den motiviert zu bleiben auch und einfach fokussiert zu bleiben. Und die Weihnachtszeit ist immer so eine komische Zeit, wo man wirklich halt dann versuchen muss, das zu schaffen. Und wir haben es leider nicht geschafft und haben aber dann phasenweise wieder gut gespielt, wie Spiele wie gegen Bamberg zu Hause oder so und auch in der Euroleague ein paar gute Spiele. Aber am Ende des Resultats dann war mir wichtig und das war halt nicht da. At the moment, Albert, it seems to be a question of self-consciousness, whether you have it or not. Is it true, this impression? I mean, I think we don't lose the confidence for sure, but we don't have that much like when the things goes very, very good. You got up and down sometimes in the season. This season it's with a lot of games and you got your moments and you are like 100% and moments and you want to be 100%, but you are not. Even if you want. And now probably we are in one of these moments. So we gotta keep working and pushing hard every practice and every game. And the things are gonna come very good. I think we play a lot of good games and we're gonna find this rhythm again. And I hope we're gonna start on Sunday. We need that for Sunday. You especially started very emotional in the second half. What happened in the halftime break in the locker room? I mean, we know we got to put as much as energy we can. We know, and all the players, they try every time. I mean, sometimes you don't find all this energy because you don't have inside, but you have to try, you know, and this is, we're going to give you emotions to you, and you have to give us, like, your fans have to give us to us. We need that, you know, we win the games all together, not only the players.
Da spricht er einen wichtigen Punkt natürlich an. Also er sagt, man bringt die Leidenschaft aufs Feld und er möchte, dass dann natürlich auch diese Leidenschaft aus ihm rauskommt und dass ihr auch die Leidenschaft aufs Feld wieder rüberbringt und man gewinnt die Spiele dann hier nur zusammen. Und ich glaube, ihr seid natürlich diejenigen, die immer ordentlich mit dabei sind. Dafür halt auch einen herzlichen Dank vom Albert. Sven, darf ich dir mal eine persönliche Frage stellen? Was bringst du auf die Waage? Wie viel Kilo? Ja, es schwankt immer so zwischen 113 und 115. Du hast dort gegen Kenneth Fries gespielt, der wiegt 130 Kilo, sagt man. Wie spielt man gegen so einen Spieler? Den kannst du ja nicht einfach aus der Zone rausschieben. Ja, man muss halt einfach versuchen, schneller zu sein und mit den Beinen irgendwie davor zu kommen, dass er den Ball eben nicht bekommt. Und ja, und dann halt natürlich immer so ein bisschen versteckt zu schieben. Und da bin ich ja ganz gut dabei. Ne? Was heißt versteckt schieben? Also so ein bisschen auch mal einen Ellenbogen mitgeben? Also merkt er das überhaupt? Ich glaube, das merkt er schon, ja. Ein bisschen das Knie in den Hintern rein oder so, Ellbogen, und da gibt es schon diverse Tricks. Ein besonderes Spiel, ihr habt es schon angesprochen, am Sonntag gegen Bayern München. What does this club Bayern München is very popular from football before. What does it mean to you to play against Bayern München? Just to win the next Guardiola team. And, no, nothing, for sure. Bayern München is a very famous team, you know. We know from soccer, and now Batalba is more famous in basketball, so we gotta beat them because we are more famous and we are better. Okay, also er sagt, wir sind besser als Alba und wir sind auch berühmter im Basketball als Bayern München, und es wäre natürlich schön, das nächste, was? More famous? Ich rede was Komisches gerade? Die sind besser als Alba? Ja, wirklich? Was habe ich denn gesagt? Ja, er hat gesagt, die Besten sind Alba. Habe ich nicht gerade gesagt? Ich habe gesagt, Bayern München ist besser als Alba? Ja, bin ich denn verrückt? Ja, schmeißt mich raus. Man möge mich in Handschellen abführen. Was ist denn da los, da oben eigentlich gerade? Oh nein, da kommt jemand aufs Feld irgendwie. Ja. Ich nehme alles zurück, was ich behauptet habe, und übersetze jetzt mal ausnahmsweise richtig. Also der Albert hat, was? Ja, das ist aber jetzt gerade. Ich glaube, Jakob, uns entgleitet die Sache gerade. Was ist mit Jay Kell und seinem Freund da los? Do you know this guy? Just a friend from Jay Kell Foster or your new player? No, I don't know. Wer ist denn? Ja. Renn schnell wieder einmal raus. Einmal getroffen, sofort in die Kabine. Okay, also er hat gesagt, Alba ist berühmter im Basketball, Alba ist auch besser im Basketball. Es macht aber Spaß, das nächste Pep Guardiola-Team, dann, weil es Bayern München ist, halt auch zu schlagen. Das ist immer ganz toll. Und Alba ist sowieso besser. Ich hab doch eine Hacke, oder? Wahnsinn. Sehr gut übersetzt. Ja, naja. Bevor ihr zu Gast seid bei den Bayern, haben die morgen nochmal ein relativ schweres Spiel in Bamberg im Pokalviertelfinale. Für wen bist du da oder guckst du es ganz neutral? Pest oder Tasse? Boah, es ist natürlich für das Spiel jetzt am Sonntag. Wenn Bamberg gewinnt, dann ist natürlich Bayern so ein bisschen vielleicht geknickt oder so. Und keine Ahnung, mir ist es eigentlich scheißegal, wer gewinnt. Ey. Aber ihr wisst jetzt schon, wer hier bei diesem Pokalwochenende dann aufläuft. Habt ihr das schon mitbekommen? Heute Abend gab es ja schon zwei Spiele, zwei Mannschaften stehen schon fest. Nicht, ne. Also Ulm steht fest, weil die haben Trier rausgehauen. Ulm ist hier at the Cup Final Weekend in Berlin. And Artland Dragons. They beat Oldenburg? Ja, they beat Oldenburg by one point. And tomorrow you are for Bamberg or for Bayern Munich? I prefer to play against Munich, the final, you know. I don't know why. I prefer to play against them. And maybe it's better if Munich wins, but whatever. If Bamberg wins, we're gonna beat Bamberg too. So whatever. Sein Wunsch ist eigentlich im Finale die Bayern zu schlagen, aber wenn Bamberg halt dran glauben muss, dann wäre das auch schön. Thank you very much. War sehr schön. I promise you. Ja, er verspricht das Ganze. Unser Albert Miralles. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön, Albert. Dankeschön, Sven. Wie immer ein Vergnügen mit euch beiden. Danke. Ja.